Das Beluga-Dreieck im Wendland ist heute ein Mahnmal und immer noch Ausgangspunkt von Aktivitäten der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg. Dieser Initiative hat der Ort auch seinen Namen zu verdanken. Und natürlich dem Schiff, welches hier mahnend in einem Stück Wald steht. Die Beluga hat ihren Namen von dem Weißwal, welcher eben auch Beluga heißt. Das Schiff wurde von 1985 bis 2004 von Greenpeace als Laborschiff genutzt. Beim britischen Nuklearkomplex Sellafield nahm das Schiff damals Proben und so konnte Greenpeace nachweisen, dass die Nordsee dort mit Nukliden belastet ist. Unter anderem damit wurde das Schiff Beluga zum Symbol der Anti-Atom-Bewegung. Im Jahre 2013 dann wurde das Schiff hier in der Nähe des Salzstockes von Gorleben und dem Atommüll-Zwischenlager als Mahnmal aufgestellt. Bis 2011 fanden immer wieder Castortransporte nach Gorleben statt und brachten atomaren Müll. Schiff Beluga befindet sich auf dem Gelände auch noch ein Zeitstrahl, der die Thematik der Atomkraft seit 1973 bis 2020 veranschaulicht. Gefahren, Atommülltransporte, politische Entscheidungen und Protestaktionen werden hier eingeordnet. Alles ist sehr gut verständlich dargestellt und erläutert. Es lohnt sich wirklich, sich das in Ruhe mal anzuschauen. Einiges ist ja doch schon wieder in Vergessenheit geraten. In der Region um Gorleben hat sich seit Jahren ein überall sichtbarer Widerstand formiert. Im weiteren Umkreis von Gorleben gibt es nur wenige Häuser, die nicht mit einem gelben X auf diesen Widerstand aufmerksam machen. Dieses gelbe X ist ein Zeichen, was aus der Region hier kaum noch wegzudenken ist. Doch warum gerade ein X als Symbol für den Widerstand? Das ist ganz einfach erklärt. Der erste Tag eines Atommülltransporttermins wurde stets als Tag X bezeichnet. Auf dem Areal befinden sich neben dem Beluga-Schiff noch diverse Infotafeln und eine Schutzhütte. Die Schutzhütte soll an das vor 30 Jahren bestehende Hüttendorf erinnern, welches damals ein Protestcamp war. Es wurde an dem vorgesehenen Ort für eine Tiefbohrstelle errichtet und 4 Wochen lang protestierten dort Atomkraftgegner. In der Hütte am Beluga-Dreieck könnt ihr euch über die Thematik des Atommülls informieren und findet dort auch eine Karte mit weiteren Standorten in Deutschland. Alles in allem lohnt ein Besuch am Beluga-Dreieck. Es ist schon bemerkenswert,
wie lange eine ganze Region im Widerstand ist und vor allem, wie dieser damals auch organisiert wurde. Irgendwie war damals mehr Wissen, mehr Ideen, mehr Einfallsreichtum und mehr Zusammenhalt. Klebstoff diente damals noch zum Anfertigen von Plakaten. Auch heute gehen vom Beluga-Dreieck noch Protestaktionen aus, Sonntagsspaziergänge und diverse Veranstaltungen. Auch wenn das Thema Endlager-Gorleben nun endgültig vom Tisch ist, das Zwischenlager ist immer noch da und es wird wohl auch noch eine Weile bleiben. Auch wenn seit Jahren hier kein Castor mehr angelegt hat, so ist wohl noch genügend Atommüll da, welcher noch viele Jahre abkühlen muss, bevor er einem Endlager zugeführt werden kann. Wo auch immer dieses dann sein mag. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert mich für weitere interessante Abenteuer und Ausflüge